Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Wir spielen die Rückrunde vom Kampfläuferangriff auf, ja, Krieg von Battle of Jakku. Musste gerade mal nachgucken, wie es genau heißt. Battle of Jakku. Im Friedhof der Giganten. Also die Map ist echt nice. Ich muss euch gleich mal was zeigen. Ach, guckt euch das mal an, ey. Oh, wie heftig das aussieht. Ich habe ein richtig Konzentriert eure Angriffe auf die Uplink-Stationen. Yeah, komm schon! Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Komm schon! So. Jetzt müsst ihr euch mal was anschauen. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Wie krass das aussieht. Das ist ein... Oh Gott, schon? Das ist ein Supersternzerstörer. Weil ein normaler Sternzerstörer hat hinten diese Ausbuchtung nicht, wie ihr da oben seht. Das ist ein normaler Sternzerstörer. Ihr seht, die sind hinten direkt bündig. Aber das muss ein Supersternzerstörer sein. Kurz jemanden killen. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Guckt euch das mal an. Alter Schwede. Das ist kein normaler Sternzerstörer. Wie gesagt, die normalen Sternzerstörer sind hinten so bündig abgeschlossen. Und da hinten so wie eine Pfeilspitze aussieht, mit hinten so einem kleinen Schaft, muss das der... Muss doch mal schauen. Ich weiß gerade, bin mir nicht sicher, was das ist. Jetzt werden die Rebellen den Zorn von Lord Vader spüren. Alter Schwede. Schaut euch das mal an. Jetzt. Deswegen piept die Erde die ganze Zeit. Alter. Oh, ernsthaft? Geht doch mal, hör mal auf, Mess. Skywalker ist besiegt. Haha. Ha. Oh, guckt euch das mal an, ne? Wahnsinn. Die Rebellen kontrollieren die Uplink-Station. Ja, so, das war's. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Wiring-Bombe aufs Korn. Das Rebellen hat uns in der Überzahl. Wir haben ihren Uplink deaktiviert. Verhindert die... Ja, super. Tobi Place. So, das wollte ich euch mal zeigen. Ich finde, das sieht richtig heftig geil aus. Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Ah, der ist schon wieder. So, jetzt versuchen wir mal hier wieder einen Spielaufbau hinzukriegen, dass wir wenigstens mal hier eine Runde gewinnen. Die Rebellen haben die Uplink-Station übernommen. Wir müssen sie deaktivieren, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Das scheint zu weit weg zu sein. Wir haben Skywalker unweit von eurer Position geortet. Schaltet ihn hier die aus. Was ist er denn hier? Also ganz ehrlich, Stormtruppler ohne Helm. Wie dumm ist das eigentlich? Dieser Bodybag schon wieder. Stormtruppler ohne Helm. Dann hätten sie verschiedene, also ganz viel verschiedene Stormtruppler nehmen sollen. Oder vielleicht noch so aus den Klonkriegen. Also, das sind ja einige verschiedene Uniformen sind ja. Aber ich werde mir niemals einen Stormtruppler ohne Helm als Skin holen. Weil das einfach... Sorry, aber... Du kannst, kann ich aber auch... Uns erwischt. Nee. Also ganz bin ich da noch nicht dahinter gekommen. So kurz auf die Uhr gucken. Oh, je, je. Eigentlich kann ich mir diese Folge schon gar nicht mehr erlauben. Eigentlich müsste ich schon los.
egal. Scheiß drauf. Er will ja was von mir. Feindlicher Y-Wing visiert unseren AT-AT an. Okay. Also die hat eine relativ gerade Flugbahn. Das heißt, sobald die hinter so einem... Aiming ist im Moment. Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Ist im Moment sehr bescheiden. Die Bomber der Rebellen greifen an. Den müsst ihr aber kriegen, oder? Warte, Frage, warum nicht? Ja, dafür habe ich den da unten übersehen. Die Schilde des Kampfläufers sind beschädigt. Ich muss das Ding mal effektiver einsetzen. Das ist keine schlechte Sache. Orbitalangriff. Nice. Die beschädigten Schilde sind fast repariert. Lasst nicht zu, dass die Rebellen die Oberhand gewinnen. Orbitalangriff. Wollte Rebellen im Anmarsch. Oh, oh, da war eben... Oh, super. Also dieses Geschütz da ist schon sehr gut platziert, muss man mal sagen. Angriff hinhauen soll. Wie wär's denn dein? Das ist das Ende von... Hab ich das Ding jetzt auch ausgelöst? Nee, aber natürlich nicht. Boba Fett wird uns bei der Vernichtung der Rebellen helfen. Ein Y-Wing hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Das jetzt was? Einen haben wir gekillt. Zwei haben wir gekillt. Feindlicher Ablink ist offline. Jetzt holt sie euch. Zwei haben wir gekillt. Unsere
Spione ab Luke Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Au. Dieser Bodybags, ich habe ihn schon gefressen. Alter, das ist richtig heftig. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Alter Schwede, den hab ich... Dieser T21B, es ist, man merkt einfach, dass es eine OP-Waffe ist. Jeder spielt sie, so wie ich jetzt den T20, also den T21 spiele. Die Rebellen haben den Ablenk aktiviert. Ich meine, ich werde mir dann auch holen. Was? Ach, Scheiße. Ja... Das hätte ja klappen können. Die Schilde des Kampfläufers sind ausgefallen. Ah, da oben hinter Luke rum. Feindliche Einheiten in der Nähe. Ich habe so ehrlich das Gefühl, dass diese Karte, die ich mir da ja, angelegt habe, Mike gar nichts bringt. Einfach mal gar nichts. Lass nicht zu, dass die Rebellen ihn zerstören. Überhaupt nichts. Niente. Nothing. Nope. Heute nicht. Unser Kampfläufer ist noch einige Zeit ungeschützt. Verteidigt ihn, während seine Schilde hochfahren. Aha. Oh Gott, wo kriege ich das denn schon wieder her? Rebellen ab links markiert. Vorrücken. Jetzt verlieren wir auch schon wieder die Runde. Ich habe ihn angehittet, super. Bist nicht verletzt. Atme den Schmerz weg. Danke. Immer, wer immer das war. Was war das denn nochmal? Also irgendwie schaffen es die anderen, das immer effektiver einzusetzen, als ich. Ja, der AT. Der Rebellen visiert unseren Kampfläufer an. Der AT ist fast down. Hat keinen Sinn mehr, hier groß noch was versuchen zu bewerben. Guck mal, das nächste Schiff ab. Ach, guck mal. Erreicht ein Y-Wing. Dann habe ich übrigens 11 Kills mit dem AT-ST gemacht. Wer ist in eurem Quadrant? Wir haben ihren Ablink deaktiviert. Vormarsch fortsetzen. Die Rebellen haben den Ablink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Schengel. Ah, der hat gerade einen, und schon wieder der T21B. Der hat gerade einen Orbital Strike ausgelöst, der Typ da. Ich hätte einfach schießen sollen. Und ich jetzt hier noch groß was zeigen. Das Rebellenpark hat die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten. Es läuft gerade gar nicht. Das ist so, wenn es einfach nicht läuft. Sniper und Bodybag schon wieder. Fenders hat die ganze Zeit als Boba Fett rumgeflogen. Warum die das von der Beta rausgenommen haben, dass du jetzt nicht mehr auf Zeit geht, dass du immer Zeit erlebst,
Entschuldigung, Leben verlierst. Wieso explodiert meine Granate nicht? Die ist direkt neben dem gelandet. Ich verstehe es manchmal nicht. Was schießt der denn da? Also auf Flugzeuge funktioniert es auch, nicht, dass auf Raumschiffe sind ja keine Flugzeuge. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Da ist ein AT-AT. Ja, das holst du dir jetzt. Ich wollte wenigstens mal ein AT-AT rein. Also mit Zielschuss irgendwie funktionierte das mal besser. Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Das ist schon wieder der Bodybag, der immer noch als Han Solo. Warum haben die das gemacht, dass die jetzt auf Dauer? Das ist Wahnsinn. Wenn du ein relativ guter Spieler bist, kannst du eine ganze Runde als Held rumrennen. Jetzt haben wir gerade noch einen mit dem Explosiv. Und Niederlage. Tja, das war's, meine lieben Leute. Meine lieben Freunde. Mit einer 19-19. Ich glaub's nicht, so schlecht war ich doch noch nie. Ja, aber wir machen jetzt Pause, weil ich musste nämlich eigentlich schon lange los. Hab in einer halben Stunde den Termin. Wenn's euch gefallen hat, schreibt's mir in die... Hey, Nathan Drake. Schreibt's mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann zu meinen anderen Folgen auch wieder. Die kommen heute alle. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.